Danke dem Organisationsteam für die Einladung. Es freut mich, dass ich beim diesjährigen Gamsfeld-Symposium auch wieder referieren darf. Größtenteils zu einem anderen Thema, aber teilweise wieder zum selben Thema, also zum Einfluss des Lebensraumes. Das habe ich hier ergänzt, weil die Interaktion zwischen Lebensraum und Klimawandel und die Auswirkungen auf das Gamsfeld eindeutig da ist. Florin Fili hat es auch schon gesagt, wir müssen den Lebensraum kennen, wenn wir die äußeren Einflüsse auf das Gamsfeld verstehen wollen. Das heißt, ich möchte zuerst in meiner Präsentation kurz was zur Verbreitung sagen. Den Hintergrund, was sicher auch ein Grund ist, warum es dieses Symposium oder die Diskussionen um das Gamsfeld überhaupt gibt, dann ein relativ großer Part wird der Einfluss des Lebensraumes sein und dann komme ich erst auf das Kernthema, auf Gams und Klimawandel und wie könnte die Jagd damit umgehen. Wenn wir uns hier mal anschauen, wie sich die Ausbreitung in den Alpen oder rund um den Alpen beim Gamsfeld geändert hat von vor 20.000 Jahren zu jetzt, da sehen wir, dass natürlich während den Eiszeiten, hier fehlen leider die Landesgrenzen, aber dass während den Eiszeiten der Alpenbogen, die jetzigen Kernreviere natürlich vom Gamsfeld nicht besiedelt worden. Das ist der Eiszeit geschuldet natürlich. Aber was wir hier sehen, wenn wir quasi diese Grafiken der Vergangenheit sehen und die aktuelle Verbreitung, dann sehen wir, dass diese Räume jetzt, die hier ausgespart sind, geschlossen wurden. Das Gamsfeld hat die Räume wieder besiedelt. Aber was wir auch sehen, dass größtenteils die damaligen Lebensräume, die damals in der Eiszeit besiedelt waren, jetzt noch immer besiedelt sind. Das war damals natürlich kein Wald, aber diese Gebiete sind großteils jetzt Waldgebiete. Das heißt, das Phänomen, dass die Gams im Wald lebt, das ist nicht neu, das ist natürlich, das gibt es schon seit zig Jahrtausenden. So viel kurz dazu, damit Sie dann auch sehen, warum es mir ein Anliegen ist, dass man eben das Gamswild klar in seinem Lebensraum untersucht, beziehungsweise zwischen den Lebensräumen unterscheidet. Eine Grafik, die Sie vielleicht in dieser Form oder in unterschiedlichen Abwandlungen schon häufig gesehen haben, ist die Entwicklung der Gamsstrecken hier zum Beispiel in Österreich und in der Schweiz. Eine Grafik von Hubert Zeiler, der eben das immer sehr schön bringt, dass es hier eine sehr ähnliche Streckenentwicklung gegeben hat bei völlig unterschiedlichen oder bei sehr unterschiedlichen jagdlichen Jagdsystemen. Reviersystem in Österreich und in der Schweiz, wo wir einige Kantone, zum Beispiel Graubünden, ja das Lizenzjagdsystem haben. Aber die Bestandesentwicklung sehr parallel. Zuerst ein Anstieg, dann sind die Bestände bzw. die Strecken gesunken. Warum es jetzt wichtig ist, dass man genauer hinschaut, möchte ich jetzt in den kommenden zwei Grafiken zeigen. Wenn wir jetzt nur mal auf Österreich schauen, beispielhaft vier Bundesländer, dann sehen wir, dass die Entwicklung, die wir für Österreich gesehen haben, auch für drei Bundesländer zutrifft. Salzburg, Steiermark und Tirol, wo die Abschüsse stark gesunken sind und ein Ausreißer ist hier Kärnten. Also wir haben hier erstens einmal stark schwankende Abschusszahlen, aber doch einen stetig ansteigenden Trend über die Jahre. Das heißt, wir haben hier, wenn wir hier nur Österreich betrachten, sinkende Abschusszahlen. Wenn wir hier die Bundesländer betrachten, unterschiedliche Entwicklungen. Und wenn wir jetzt auf die Bezirksebene gehen, und das ist jetzt ein Vergleich von 1996 bis 1998 und 2016 bis 2018, dann sehen Sie hier die Abschussdichten je Bezirk. Je dunkler rot, desto höher die Abschussdichte, je heller, desto geringer die Abschussdichte. Da mag man auf den ersten Blick nicht die großen Unterschiede erkennen, aber was wichtig ist, ist jetzt diese Darstellung, die zeigt eben die Differenz zwischen diesen beiden Bereichen. Und da sehen Sie eben, ich hoffe, es ist hier sichtlich, dass es viele orange und rote Gebiete gibt. Das heißt, die Abschusszahlen sind gesunken, aber es gibt auch ein paar grüne Flächen. Und zwar befinden sich die teilweise in Kärnten, in der Südoststeiermark. Wir haben hier am Ostrand der Alpen ein grünes Gebiet, da in Oberösterreich haben wir ein grünes Gebiet, in Vorarlberg und hier der politische Bezirk Lienz. Und was Sie hier vielleicht schon erkennen mögen, ein gewisses Muster.
Und zwar, dass sich diese alle Gebiete, wo die Abschusszahlen gestiegen sind, befinden sich an den Rändern der Alpen, befinden sich in sanfteren Lagen, befinden sich in waldreichen Gebieten. Das ist eigentlich Lienz die einzige Ausnahme, aber ansonsten haben wir steigende Abschusszahlen nur an diesen Randgebieten der Alpen. Und das ist, glaube ich, wichtig, wenn wir darüber sprechen, müssen wir bei unserer Gamsbewirtschaftung, bei der Gamsbejagung etwas anpassen. Und Sie werden jetzt dann auch verstehen, warum in meiner persönlichen Forschung auf diese Unterschiede zwischen den Lebensräumen eingehen. Beim Schalenwild haben wir bei uns, beim Gamswild, bei unseren drei Hauptschalenwildarten, die geringsten Zuwachsraten. Beim Rehwild um die 50%, Rotwild 35-40%. Beim Gamswild ist es am niedrigsten. Das sind Zahlen aus unterschiedlichen Studien. Es ist beim Gamswild nicht nur am niedrigsten, sondern was Sie hier auch sehen, ist ein Riesenunterschied, 15-31%. Und Florin hat es auch schon gesagt, es ist von Gebiet zu Gebiet unterschiedlich, wir dürfen das nicht verallgemeinern. Und ein Ziel meiner Forschung ist eben, diese Unterschiede zwischen diesen Gebieten zu erklären. Mit welchen Lebensraumfaktoren kann man diese Unterschiede erklären? Das heißt, es macht einen großen Unterschied, ob wir uns hier unter Anführungszeichen in dem typischen Gamswild-Lebensraum befinden, hochalpin, oder ob wir uns im Wald befinden, was wir jetzt als untypisch bezeichnen, was aber genauso ein Gamswild-Lebensraum ist. Und hier eine Grafik, die ich schon beim letzten Gamswild-Symposium gezeigt habe, das ist hier links für Salzburg die unterschiedlichen Zuwachsraten je am Gamswild-Räumen, wie es in Salzburg eingeteilt ist. Und Sie sehen hier in grün eben sehr hohe Zuwachsraten und in orange und rot sehr niedrige Zuwachsraten. Und rechts eine Studie von Hubert Zeiler, der dasselbe ein paar Jahre zuvor für die Steiermark gemacht hat. Und hier sehen wir eigentlich ein ähnliches Muster, wie ich Ihnen zuvor bei den Abschusszahlen gezeigt habe, und zwar, dass wir hier in diesen Randgebieten, in der Steiermark sieht man es besonders schön, die höchsten Zuwachsraten haben. Wieder in diesen Waldgebieten, die wir nicht so stark mit Gamswildräumen, mit typischen Gamswildräumen assoziieren. Das heißt, da haben wir schon einmal den ersten Unterschied in den Zuwachsraten zwischen den unterschiedlichen Lebensräumen. In einer ganz aktuellen Studie befassen wir uns jetzt wieder mit diesen unterschiedlichen Lebensräumen und schauen uns an, wie entwickelt sich denn das Körpergewicht. Erstens einmal, wie groß sind die Unterschiede zwischen den Lebensräumen im Körpergewicht und die Dauer des Körperwachstums. Und Sie sehen hier wieder wir haben die Gamsabschüsse in 28 Gebirgsgruppen, also 28 Populationen eingeteilt. Und die unterschiedlichen Farben, die Sie hier sehen, ist der Waldanteil in Revieren, die Gamswild erlegen. Das heißt, je brauner, roter die Farbe ist, desto geringer ist der Waldanteil. Da haben wir viel Offenland im Gamslebensraum. Und wenn wir da in diese grüne Bereiche kommen, da haben wir einen sehr hohen Waldanteil. Und wir unterscheiden hier noch zwischen Silikat und Kalk. Und das Erste, was Sie hier sehen, dass wir im Kalk diese Reviere bzw. diese Gebirgsgruppen gar nicht haben, wo wir einen sehr geringen Waldanteil, sprich einen hohen Offenlandanteil haben wie im Silikat. Das heißt, im Kalk liegt es in der Natur der Sache, dass der Gamswild-Lebensraum sich schon viel mehr im Wald befindet als hier im Silikat zum Beispiel. Und Sie sehen hier für jede dieser Gebirgsgruppen eine Linie aufgetragen. Wie entwickelt sich das Körpergewicht bei Geißen und bei Böcken über das Alter? Da unten ist ein kleiner Tippfehler, soll eine 1 sein. Und Sie sehen hier, dass wir relativ große Unterschiede haben. Wir haben im mittleren Maximalgewicht bei den Geißen, das reicht von 16,6 Kilogramm bis 21,3 Kilogramm. Also es sind Riesenunterschiede. Und das Alter, in dem das Maximalgewicht erreicht wird, ist auch völlig unterschiedlich. Das heißt, da haben wir eine Spreitung von 3,6 bis 6 Jahren. Das heißt, es gibt Gebiete, da ist die Geiß, wenn wir jetzt rein vom Körperwachstum sprechen, mit 3,6 Jahren schon ausgewachsen und in anderen Gebieten ist sie erst mit 6 Jahren ausgewachsen. Bei den Böcken haben wir hier ähnliche Unterschiede. Die Farben korrelieren eben wieder mit dem Waldanteil
Und hier ist es so, dass die Gewichte zwischen 23,4 und 27,8 Kilogramm zwischen den Gebieten variieren und die Wachstumszeit zwischen 6,6 und 9,4 Jahren. Und 9,4, das ist schon sehr hoch, wenn wir jetzt an in jagdlichen Altersklassen denken. Das heißt, es gibt hier Gebirgsgruppen, wo die Böcke erst mit 9,4 Jahren wirklich ausgewachsen sind bzw. ihr maximales Körpergewicht haben. Und wenn wir die Grafik hier ein bisschen vereinfachen und bei beiden Geschlechtern jeweils nur die Gebiete zeigen mit dem höchsten Körpergewicht und die mit dem geringsten Körpergewicht, dann sehen Sie hier bei den Geißen an der Farbe, dass wir das höchste Körpergewicht in Gebieten mit geringem Waldanteil haben, hoher Offenlandanteil, und das geringste Körpergewicht in den Waldgebieten, hier diese blau-grünen Farben. Was hier noch dazu kommt, die strichlierten Linien, da befinden wir uns im Silikat, und die durchgezogenen Linien im Kalk. Und wenn wir jetzt zu den Böcken wechseln, dann sieht man hier erstens, dass die Farben sich nicht so stark unterscheiden. Das heißt, der Waldanteil hat hier viel den geringeren Einfluss auf das Körpergewicht. Viel stärker ist hier der Unterschied zwischen Kalk und Silikat. Das heißt, die Böcke im Kalk werden schwerer als die Böcke im Silikat, brauchen aber dafür auch viel länger, während die in diesen geringsten Gebieten hoher Waldanteil im Silikat schon mit 6 Jahren ausgewachsen sind, sind sie hier in diesen Gebieten erst mit 8 oder 9 Jahren. Das heißt, wir haben hier eigentlich völlig unterschiedliche Mechanismen, die hier auf die Geschlechter wirken. Beziehungsweise dreht sich halt vieles um den Trade-off, den Kompromiss zwischen selber groß zu werden und um sich fortzupflanzen. Das heißt, was wir hier sehen, oben bei den Geißen, dass der Waldanteil im Silikat, das ist hier die bläuliche Farbe, und rot im Kalk den gleichen negativen Einfluss, sage ich jetzt einmal. Muss jetzt nicht negativ sein, aber einen negativen Einfluss auf das Körpergewicht hat, in dem Sinne, dass das Körpergewicht sinkt. Bei den Böcken sehen wir, dass das Muster zwar gleich ist, je höher der Waldanteil, desto geringer das Körpergewicht, aber viel stärker ist der Effekt von der Geologie. Das heißt, befinden wir uns im Kalk, haben wir die schwereren Böcke, als wenn wir uns im Silikat befinden. Das heißt jetzt, warum sehen wir hier diese Unterschiede und warum sind die bei den Geschlechtern unterschiedlich? Das Wichtigste für das Tier ist, oder für jeden Organismus, ist einmal das eigene Überleben. Wenn das einmal gesichert ist, kommt der nächste Schritt, die Gene weitergeben, sich fortzupflanzen. Und es scheint so, als können sich das die Geißen in diesen Waldgebieten früher leisten. Das heißt, sie investieren schon mit irgendwo dort bei 3,6 Jahren in die Fortpflanzung, weil Voltanteil, das ist ja korreliert mit vielen anderen Faktoren. Das korreliert natürlich mit der Seehöhe, das korreliert mit der Temperatur, das korreliert mit der Schneehöhe, mit der Dauer des Winters. Eigentlich ist es ein Weiser für die Harshness, sagt man auf Englisch, des Lebensraumes. Das heißt, je härter der Lebensraum, desto schwerer die Tiere und desto später investieren sie in die Fortpflanzung. Wir wissen nicht, ob die Geißen, vor allem weil das im Kalk ist, vielleicht könnten die ja aufgrund der besseren Esungsverhältnisse auch schwerer werden, aber sie leisten es sich einfach früher und intensiver in die Reproduktion zu investieren, als eben in diesen extremeren Lebensräumen, die wir da zum Beispiel in den hohen Tauern haben. Und bei den Böcken ist es aber anders. Damit der Bock sich fortpflanzen kann, muss er groß, schwer werden, um sich gegen Konkurrenten durchzusetzen. Und deshalb da einfach diese längere Wachstumsphase, und wo es der Lebensraum hergibt, im Kalk, werden sie dann einfach schwerer. Und so soll es auch sein in der Natur, gehen dann halt erst irgendwann, wenn sie ausgewachsen sind, zwischen 6 und 8 oder 9 Jahren in die Brunft. Und das ist aus unserer Sicht ein Faktor, warum so die Unterschiede zwischen den Geschlechtern da sind. Und das führt dazu, dass wir die höchsten Gewichtsunterschiede zwischen männlichen und weiblichen Tieren in Kalkgebieten haben. Das heißt, im Silikat sind die Unterschiede zwischen den beiden Geschlechtern geringer und im Kalk sind die Unterschiede zwischen den beiden Geschlechtern größer. Was heißt das jetzt? Die größten, kann ich nicht sagen, zumindest die schwersten Gamsgeißen
In unserem Studiengebiet sind in den hohen Tauern, während die kleinsten eben in diesen waldreichen Gebieten sind, sowohl im Kalk, Gelltaler Alpen, und das da oben sind, glaube ich, die Türnitzer Alpen, und hier in den Lavantaler Alpen. Das heißt, die größten hier bei geringem Waldanteil und die kleinsten, unabhängig vom Grundgestein, die kleinsten in den waldreichen Gebieten. Bei den Böcken ist es anders. Die schwersten Böcke haben wir in der Studie am Dänengebirge und in den Salzburger Teil des Salzkammergutes beobachtet, und die kleinsten im Silikat, im Randgebirge Ost und da in den Gurktaler Alpen. Und wie Sie da eben sehen, es ist unabhängig vom Waldanteil, dass die größten Böcke finden wir eben im Kalk, aber relativ unabhängig vom Waldanteil, und die kleinsten finden wir auch wieder im Silikat mit hohen Waldanteilen. So, das heißt, was ich jetzt relativ ausführlich gezeigt habe, sind die Unterschiede zwischen den Lebensräumen. Und jetzt kommt ein Faktor hinzu, was das eigentliche Thema ist: Gamsfeld und Klimawandel. Zum Gamsfeld und Klimawandel gibt es schon einige Erkenntnisse, vieles davon zum Beispiel aus der Schweiz, die eben aufgrund ihrer Abschusszahlen und der Erlegungsorte sich angeschaut haben, wie verändert sich denn die mittlere Seehöhe, wo das Schalenwild erlegt wird, mit steigenden Temperaturen, die Vorperiode mit kühleren Temperaturen zur Vergleichsperiode mit höheren Temperaturen. Und da sieht man eben, dass die mittlere Seehöhe der erlegten Gämsen um über 50 Meter angestiegen ist, aber das betrifft auch die anderen Schalenwildarten. Aber wir beobachten hier eben eine räumliche Verschiebung bei dieser Studie eben nach oben mit steigenden Temperaturen. Eine andere Studie, ich glaube, da warst du beteiligt, Florin, an dieser Studie, die sehr eindrücklich zeigt, dass es eine zeitliche Verschiebung gibt. Und zwar sehen Sie hier die Temperatur aufgetragen, da die Aktivität von beiden Geschlechtern, und irgendwo tagsüber bei 5 oder 8 Grad sehen Sie einen Knick in der Aktivität. Das heißt, mit steigenden Temperaturen, wenn Sie einen bestimmten Punkt überschreiten, sinkt die Aktivität tagsüber. Und es scheint so, dass das nachts überkompensiert wird. Weil Sie sehen hier, wenn nachts die Temperatur höher ist, dann ist sie natürlich auch tagsüber höher. Und diese fehlende Aktivität tagsüber scheint eben in der Nacht kompensiert zu werden. Das heißt, neben der räumlichen Verschiebung haben wir auch eine zeitliche Verschiebung der Aktivität beim Gamsfeld. Und wenn wir jetzt so quer durchschauen zur Alpengämse, was zeigen Studien zur Gämse und Klimawandel? Dann gibt es da einige Ergebnisse. Das erste habe ich schon gezeigt: Abwanderung in höhere Lagen, Verschiebung der Aktivität in den Nachtstunden, sinkendes Körpergewicht. Das heißt, das zeigt durchwegs negative Entwicklungen im Zuge des Klimawandels auf. Aber es gibt auch andere Studien, die teilweise das Gegenteil zeigen. Und zwar Abwandern in tiefere Lagen, steigende Zuwachsraten. Das heißt, gegenteilige Ergebnisse oder sogar positive Ergebnisse. Und dann gibt es eine sehr große Studie auch aus Bünden, die eben sagt, im Klimawandel bleibt das Körpergewicht stabil beim Gamsfeld. Es gibt keine Änderungen. Und der Unterschied ist der, dass die Studien in unterschiedlichen Lebensräumen durchgeführt werden. Ganz klassisch, die frühere Gamsfeld-Forschung hat sie immer nur auf diese alpinen Lebensräume beschränkt. Da sind die Auswirkungen durchwegs negativ. Wo es waldreiche Gebiete sind, sind die Auswirkungen des Klimawandels eigentlich nicht negativ. Und was war diese große Studie aus Graubünden? Die hat alle Daten des gesamten Kantons eben gepoolt und nicht nach Lebensräumen unterschieden, mit dem Ergebnis, dass das Körpergewicht eben stabil geblieben ist. Und jetzt komme ich wieder auf mein Kernthema. Die Wechselwirkungen zwischen Klimawandel und eben den Lebensraum. Das heißt, für uns war das Anlass, eben zwischen diesen Lebensraumtypen zu unterscheiden, eine ähnliche Fragestellung mit der Hypothese, dass eben die Auswirkungen des Klimawandels je nach Lebensraum unterschiedlich sind. Dafür haben uns die Landesjagdverbände von der Steiermark und Salzburg und aus einem Gebiet in Kärnten dankenswerterweise die Sammlung ihrer Abschussdaten zur Verfügung gestellt. Das war ein riesiges Gebiet mit 28 unterschiedlichen Populationen und eine sehr hohe Seehöhenspreitung. Das heißt, Sie sehen da schon, wir haben unterschiedlichste Lebensräume
bearbeiten können und ein großer Datensatz. In dieser Studie über 20.000 Abschlussdaten von GAMS-Jährlingen und es ist eine Langzeitstudie von über 27 Jahren, wo man wirklich auch schon auf langfristige Folgen schließen kann. Und was eben neu ist im Vergleich zu den anderen Studien, wir haben diese 28 Gebirgsgruppen, die wir grob als Populationen bezeichnet haben. Wir haben die Lebensräume unterschieden in Wald- und Offenlandanteil. Das ist jetzt dieselbe Karte, die Sie früher gesehen haben, in einer anderen Darstellung, sagt aber das Gleiche aus. In Rot der Offenlandanteil in den GAMS-Revieren und in Grün der Waldanteil in den GAMS-Revieren. Das heißt, wir haben uns auch angeschaut, wie haben sich die Körpergewichte über die Zeit verändert, was war der Grund für diese Veränderung und gibt es Unterschiede zwischen den Lebensräumen. Und da sehen Sie, dass wir eigentlich mittendrin sind in den Studienergebnissen von den anderen Autoren, aber da die früher die Abweichung zur Frühlingstemperatur aufgetragen, auch wir haben diese negativen Auswirkungen von steigenden Temperaturen auf das Körpergewicht gefunden, aber nur in alpinen Lebensräumen. In Lebensräumen mit einem relativ geringen Waldanteil, wo es ganz vor allem hauptsächlich sich über der Waldgrenze befindet und im Wald haben wir, ähnlich wie bei anderen Studien, keine negativen Auswirkungen gefunden. Und das erklärt aus meiner Sicht einen großen Teil, warum es unterschiedliche Studienergebnisse gibt, aber warum wir auch unterschiedliche Entwicklungen in den einzelnen GAMS-Populationen beobachten können. Gründe dafür können sein, eine unterschiedliche Auswirkung auf die Essungsqualität, die ja grundsätzlich hochalpin natürlich besser ist, qualitativ hochwertiger ist, aber die Auswirkungen des Klimawandels von steigenden Temperaturen sind alpin höher als in Waldgebieten, wo wir ganz anderes Mikroklima haben, durch die Beschattung und so weiter. Es sind direkte Einflüsse wegen höheren Energieverbrauch für die Thermoregulation. Das heißt, wenn sich der Organismus regulieren muss, kühlen, heizen, verbraucht er Energie, ist gleich Körpergewicht. Das ist ein Punkt. Und was man ja teilweise schon andere Kollegen bewiesen haben, es kommt zu einer Verhaltensänderung. Das heißt, es wird weniger Zeit für die Essungsaufnahme verwendet. Siehe das Beispiel aus der Schweiz, was eben auch wieder einen direkten Einfluss auf das Körpergewicht hat. Und das wird natürlich weitergegeben, vor allem auf die Kitze von den Geißen. Jetzt wird oft die Frage gestellt, naja, ist das zwingend negativ, wenn das Körpergewicht sinkt? Ich würde sagen ja, weil es einfach in einer Geschwindigkeit ist, die rasant ist und die Tiere mit der Geschwindigkeit des Klimawandels einfach nicht Schritt halten können. Und wenn wir jetzt wissen, dass das Körpergewicht ja die Währung vom Schalenwild ist, dann können wir davon ausgehen, dass mit sinkendem Körpergewicht die Sterblichkeit steigt und die Tiere eine geringere bzw. spätere Reproduktion hat. Also ich würde jetzt aufgrund des aktuellen Stands des Wissens sagen, in dieser Geschwindigkeit, wo das passiert, sind das durchaus negative Auswirkungen. Jetzt haben wir uns natürlich auch schon die Frage gestellt, naja, reagieren denn die Tiere auch darauf oder lassen sie quasi diese negativen Auswirkungen über sich ergehen? Und da ist jetzt ganz frisch eine Studie, die ist noch gar nicht publiziert, aber wird vermutlich demnächst erscheinen, aus Frankreich, die sich eben in unterschiedlichen Gebieten anschaut, ob das Gamswild Klimarefugien annimmt, so haben sie es genannt. Und sie unterscheiden hier, das sind telemetrierte Tiere, unterscheiden drei Gebiete. Eines ist nur Offenland, das heißt, da gibt es keine Möglichkeit, in den Wald zu wandern und es gibt keine Möglichkeit, in kühlere Nordhänge zu wandern. Dann gibt es ein Gebiet, da gibt es mindestens 15% nordexponierte Flächen, also ein Klimarefugium. Und dann gibt es andere Gebiete, die mindestens 15% Waldanteil haben. Und man sieht hier, dass eben die Nutzung des Offenlandanteiles, wenn sie nicht flüchten können in solche Gebiete, natürlich müssen sie weiterhin die Offenlandgebiete nutzen. Aber wenn die Temperatur steigt, wandern sie in den anderen beiden Gebieten vermehrt in Wälder bzw. vermehrt auf nördliche Expositionen ab.
beziehungsweise wird die Offenlandnutzung geringer und das wird eben kompensiert durch höhere Nutzung von Wäldern bei steigenden Temperaturen und höhere Nutzung von Nordhängen mit steigenden Temperaturen. Und was jetzt zusätzlich interessant ist, dass die Kollegen sich angeschaut haben, und welches Verhalten zeigen sie dann dort in diesen drei unterschiedlichen Gebieten? Und man sieht hier in grün jeweils wieder diese drei Kategorien, offen, Wald, Nordhänge, in grün jeweils die Zeit, die sie fürs Esen verwenden, mit steigender Temperatur. Und da sieht man sehr schön, dass wenn sie denn den Wald nutzen, das nicht nur zum Ruhen verwendet wird, sondern vor allem zur Esungsaufnahme, während die Nordhänge tatsächlich hauptsächlich oder viel stärker zum Ruhen verwendet wird und nicht, um dort bessere Esung zu finden. Das heißt, der wirkliche Buffer gegen höhere Temperaturen, das ist eigentlich der Wald und weniger Nordhänge. Und deswegen müssen wir eigentlich davon ausgehen, dass das künftig noch mehr, womöglich noch mehr genutzt wird. Das heißt also, diese Entwicklung wird zu einem großen Teil von den unterschiedlichen Zuwachsraten erklärt, die sich wiederum vom Waldanteil bzw. den unterschiedlichen Habitaten erklären lassen. Der Klimawandel wirkt darauf, das heißt, wir müssen eigentlich davon ausgehen, dass die Unterschiede zwischen diesen einzelnen Lebensraumtypen mit dem Klimawandel sich nochmal verstärken und könnte sich zusätzlich nochmal auf die Zuwachsraten und Überlebensraten auswirken und die Differenz zwischen Wald und Hochalpin könnte größer werden, aber nicht, weil die Zuwächse im Wald steigen, sondern weil die in hochalpinen Gebieten sinken könnten. Und wo wir eben eingreifen können, damit aus dieser Entwicklung nicht diese Entwicklung wird, es ist halt einmal die Jagd, die wir adaptieren können und die auf die unterschiedlichen Lebensraumtypen Rücksicht nehmen sollte, damit wir eben nicht in den hochalpinen Gebieten Rückgänge beim Gamswild haben und eigentlich in den Waldgebieten Zuwächse von den Gamsbeständen haben. Das heißt ganz konkret, das mache ich jetzt ganz kurz und bündig, weil es sich eigentlich aus den vorigen Folien erschließen sollte, die nachhaltigen nutzbaren Abschussquoten sind in alpinen Gebieten natürlich geringer als in Wäldern. Die Berücksichtigung der Altersklasse ist bei den Geißen in alpin besonders wichtig. Wenn die nicht berücksichtigt wird, geht das ganz klar mit einer geringeren Fortpflanzungsrate bzw. Geburtenrate in der Gesamtpopulation einher. Bei den Böcken schaut es ein bisschen anders aus. Da zeigt unsere aktuelle Studie, dass es auch im Wald wichtig ist und vor allem in Kalkgebieten wichtig ist, dass dort auch auf die Altersklasse Rücksicht genommen wird, dass es ausreichend alte Tiere gibt. Was nicht heißt, dass jedes Tier alt werden muss und in die Einzelklasse wachsen muss. Nur die Abschussschwerpunkte sollten anders gesetzt werden und das bei beiden Geschlechtern. Selbst wenn es Reduktionsbestrebungen gibt, sollte der Abschussschwerpunkt bei den Jungtieren, bei den Jährlingen, wo es unbedingt notwendig ist, vielleicht noch bei den Zweijährigen gesetzt werden, dass man zwar diese naturnahe Alterspyramide erhält, aber sie muss eben nicht so breit sein. Das heißt, man kann trotzdem reduzieren oder den Bestand niedrig halten, aber auf die Bestandesstruktur Rücksicht nehmen, was unbedingt begrüßenswert wäre. Und ich habe schon gesagt, wir müssen eigentlich davon ausgehen, dass der Klimawandel diese Unterschiede verschärft und wenn wir darauf nicht reagieren, kann es sein, dass in den alpinen Beständen, die alpinen Populationen, die Bestände weiter zurückgehen und in der Hoffnung, dass Sie meinen Ausführungen folgen konnten und in der großen Hoffnung, dass vielleicht etwas umgesetzt wird, bei Ihnen in den Revieren oder auch bei den Landesjagdverbänden, darf ich mich herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken.